Meine Haut zeigt mir, dass es wieder mal Zeit ist, seine Pinsel zu reinigen. Ich glaube, ich werde nie jemand sein, der so eine richtige Pinselreinigungs-, Wohnungsputz-, was auch immer Routine haben wird. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Leute, ich arbeite dran. Guten Morgen, Rilly. Petzi, hello, auch schon wach. Es ist nämlich sage und schreibe erst 6 Uhr morgens. Ich habe heute hier draußen übernachtet. Sieht noch ein bisschen chaotisch hier aus. Aber es gibt nichts Schöneres, als hier in der Morgensonne aufzuwachen. Man ist irgendwie direkt viel, viel fitter. Kennt ihr das, wenn er so eine trockene Stelle einreibt und es so ist, als hätte die mega Durst gehabt. Die trinkt so richtig weg und es ist so soothing. Die Wunde verheilt soweit. Super, Leute. 10 out of 10. Can recommend. Bedazzeln wir uns jetzt noch ein bisschen für den Tag. Ich habe mich jetzt für so eine cute Kette hier dazu entschieden. Ach ja, Leute, und an dieser Stelle die Sunset-Kette, die war ja jetzt ausverkauft in meinem Shop und die habe ich jetzt extra nochmal nachproduzieren lassen. Ich hoffe, es sind jetzt noch einige auf Lager, wenn ich dieses Shoutout hier schon gebe. Ich habe ja in letzter Zeit nicht so viel Zeit außerhalb der Wohnung verbracht. Deshalb gehen wir jetzt ein bisschen in die Stadt und ich würde sagen, willkommen zum neuen Vlog. Hallo. So, wir sind angekommen, Freunde. Das ist der Schneider unseres Vertrauens. Wie geht's dir? Gut, danke. Wie geht's dir? Nach dem Unfall. Ja, danke, danke. Wir haben jetzt hier ein paar Hosen. Und zwar wäre das das Vorbild. Die passt nämlich ganz gut. Und hier, die müssten ähnlich geschnitten werden, wenn das geht. Ich kann sie auch nochmal sonst anziehen. Was möchtest du gerne haben? Ich glaube, fast oben ein bisschen enger, dass es besser sitzt. Du tragst die Hosen alle vom Höhe sind gleich, oder? Von der Höhe sind alle recht ähnlich, ja. Also das wäre die, die passt, meines Erachtens nach. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, die ist okay, ja. Die wird wahrscheinlich dann nochmal weiter, oder? Wenn ich sie ja, die ist nicht. Weil nicht, dass wir sie jetzt zu eng machen und dann esse ich so viel und dann passe ich nicht mehr rein. So, das ist der Fit. Vorher. Das ist hier halt so ein bisschen. Nee. Und ein paar solche Sporthosen habe ich auch noch dabei. Denn your girl is growing, Leute. Meine Hip Thrusts und meine Squats haben die Schenkel so ein bisschen wachsen lassen. Man muss jetzt hier das Hosenbein ab. Wir machen einfach kurze Hosen draus. Ich bin ja ein sehr großer Fan davon, Sachen, die man schon zu Hause hat, anpassen zu lassen. Und dann spart man sich erstens Geld und zweitens recycelt man. Und drittens unterstützt man noch ein lokales kleines Business. Also. Wir sind gerade BHs shoppen. Das ist so etwas, das ich immer monatelang aufschiebe. Ich lebe auch immer so gefühlt 1-2 Jahre mit dem gleichen BH-Modell. Dementsprechend sind auch alle zur gleichen Zeit dann finito und ich kaufe mir jetzt eben einige neue nach. Und ich hoffe, dass mir diese paar Modelle jetzt wieder einige Zeit lang halten werden. So, Friends, und wir sind zurück. Mache ich jetzt einen kleinen Haul? Will ich das wirklich im Internet zeigen? Über Periodenunterwäsche spreche ich auch regelmäßig, also warum nicht? Die Sachen passen gut. Und ich bin sehr zufrieden mit meiner Auswahl. Wir haben hier zwei, die man trägerlos tragen kann. Hier sogar mit Ausschnitt. Und hier sieht man schon, die gleichen Farben spiegeln sich da in den BHs wieder. Das sind so Sets. Das hier ist super geil. Das ist nur so ein ganz, ganz dünner Stoff. Und dann habe ich den hier auch noch. Den habe ich auch in Schwarz gerade schon an. Den finde ich auch sauschön mit diesen Trägern hier und dieser Borte. Wie ihr seht, es sind ein paar mehr Sachen geworden. Ich kann es kaum erwarten, die das erste Mal anzuziehen. Es gibt einfach nichts über frische Socken oder Unterwäsche, die man das erste Mal trägt. Schreibt ihr übrigens auch gerne mal in die Kommentare, wo ihr so Unterwäsche kaufen geht. Ich fand es gar nicht so einfach, einen Laden zu finden, der gute Sachen hatte. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen dieses schöne Wetter nutzen. Guckt mal, an welchem unfassbar schönen Örtchen wir jetzt gelandet sind. Wir sind in so einer griechischen Taverne und es sieht einfach original aus, als wäre ich hier im Urlaub, oder nicht? Das ist crazy. Draußen stehen sogar kleine Palmen und so kleine Schirmchen mit Bast. Oh Gott, schaut euch das Riesentablett an. Oh. Ich bin schon wieder am Geiern auf anderer Leute essen, ey. Wenn man da drüben die Treppen runter geht, kommt man auch zu so einem kleinen See. Ja, eigentlich schön. Tschüss. Na, kommt der Kollege, ja? Was willst du denn noch bestellen? Knoblauchpizza noch dazu. Knoblauchpizza. Wir haben gerade zu zweit 3 Hauptspeisen bestellt. Hier haben wir auch noch Brot. Also ich glaube, das wird jetzt ein großes Festmahl. Jemand gerade eine Riesentorte mit Kerzen. Uso! Cheers! Cheers.
Eins, zwei, drei. Schmeckt wie richtig geile Medizin, dein Gesicht. Gleich nachspülen. Und als Nachspeise gibt es jetzt zwei Eis. Ich habe einmal Stracciatella mit Kirsche, hier sieht man das, und Zitrone. Und du hast Schokolade mit auch Stracciatella-Kirsche. Genau. Cheers. Tee. Moin. Das letzte Mal bin ich ja kläglich gescheitert beim Training und konnte mich nur ein bisschen dehnen und das war's. Jetzt mittlerweile fühle ich mich, glaube ich, schon wieder ready für ein bisschen mehr. Ich habe richtig Bock. Ich habe so vermisst, mich ordentlich zu bewegen. Wehe, das klappt heute nicht. Wenig Gewicht. Viele Wiederholungen. Es wird. Leute, ich kann euch nicht sagen, wie geil das gerade war, sich endlich wieder zu spüren. Oh Gott, ich dachte gerade, da ist jemand und hört mir zu. Wie peinlich. Jetzt gehen wir erstmal was ordentliches fressen. Bei Steve gibt es heute Kürbis und Süßkartoffeln und ich habe mir gerade Käse geschmolken. Ja, ich habe ihr den Käse gegeben, weil sie wollte es wirklich trocken essen, Leute. Das ist ein Trauerspiel trocken. Wenn man nicht zum Einkaufen kommt, kann nichts machen. I guess that's what friends are for. Und was gibt's bei dir? Bei mir gibt es ein wunderschönes Thai Curry. Mhm. Hallo! Oh, grüß dich. Oh, wow. Geil. Sie sehen ganz anders aus als vorher. Geil. Wow. Wahnsinn. Man sieht gar nicht, wo du das gemacht hast. Das ist ein richtiger Profi, Freunde. Super. Wir wurden jetzt entführt in das Nebengeschäft. Hier ist der Gentleman's Room mit den ganzen Drinks. So kann ein Lager auch aussehen in einem Shop. Such dir noch einen Mitarbeiter. Bewerbung ist raus. Es ist Freitagabend, Leute. Was, wie kann ich da Nein sagen? Du gibst mit? Wahnsinn! Okay. Freitagabendparty bei uns. So Leute, back home. Erstmal die Sachen einkühlen. Ich bin gerade dabei, die Klamotten durchzuprobieren. Und sie sitzen so gut. Ich bin richtig begeistert davon. Hier hinten am Po, an der Hüfte, überall perfekt angepasst. Die Beine haben auch wieder Luft zum Atmen. In den Shorts sind richtig gut. Ich liebe die Länge. Sitzt knackeeng, genauso wie ich es haben wollte. Aber dieses Mal an den richtigen Stellen. Leute, Steve hat mich gerade gecrashed hier. Hey, perfekt. Das ist sogar so eine dehnbare Nacht. Ja. Nehmen Sie Platz. Und ich habe gerade schon die Drinks nämlich eingekühlt. Steve flext jetzt mit ihren Flaschenöffnungsskills. Ich kann das nur mit flachen Dingen. Ja, ja, ja. Falsche Versprechungen hier. Das klingt gut. Juhu. Cheers. Sprudelig. Das hätte ich jetzt nicht erwartet von dem Orangensaft. Aber geil. Geil. Cheers. Ich zeige jetzt noch die letzten paar Teile her. Ja, zeig mal, was du so hast. Was ich zu bieten habe. Tada. Ich finde es ganz cool, dass es hier auch ein bisschen besser sitzt jetzt. Aus. Hast du den überhaupt schon getragen gehabt? Nein, den habe ich so gekauft und der ist irgendwie komisch gefallen und jetzt fällt er gut. Perfekt. Hoppala, das müssen wir verpixeln. Da wird gerade am nächsten Video gearbeitet, Freunde. Bye, Bitches.